Also ich mache so seit circa 5 Jahren Off-Kulturen, also so unabhängige Kulturprojekte. Ich bin vor ein paar Monaten hierher gekommen ins Grand Hotel, lebe eigentlich in Berlin als Künstlerin, arbeite da auch, habe aber momentan einfach Zeit und deswegen bin ich hier. Normalerweise mache ich Fotopost-Production und hatte gerade einen Job beendet und habe mir gedacht, ja okay, schau mal vorbei, hilf ein bisschen mit. Und bin dann letztendlich hier hängen geblieben. Bei mir war es einfach so, ich habe wirklich 14 Jahre lang extrem viel gearbeitet. Und da ist so ein Break entstanden. Und dieser Break, das Ende meiner bisherigen Arbeit sozusagen, den habe ich quasi dafür genutzt, mich erstmal quasi neu zu orientieren. Ich bin Student, ich studiere im 3. Semester Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg. Und ich bin hier im Projekt über ein Urlaubssemester. Ich mache hier mein Pflichtpraktikum und ein freiwilliges Praktikum in Kombination, insgesamt 4 Monate. Wobei ich mich auch über die Praktikumszeit hinaus irgendwie beteiligen möchte an diesem Projekt. Ja, dadurch, dass ich eigentlich fertig war mit meinem Studium und gerade keine Lust mehr hatte, irgendwie groß wissenschaftlich zu arbeiten, sondern einfach irgendwie mal eine andere Richtung einzuschlagen, mir neue Dinge anzuschauen. Mittlerweile bin ich einfach jeden Tag hier am Arbeiten. Ich habe vorher das Projekt Provokationsraum gemacht. Der war im September letzten Jahres zu Ende und da hat es hier angefangen und bin dann praktisch fließend hierher gekommen. Was motiviert einen? Ich möchte was tun in meiner Zeit und ob man das jetzt als Arbeit bezeichnet oder als Freizeit oder als Hobby oder als Spaß oder sonst was, ist mir prinzipiell egal. Mir ist nur wichtig, dass ich Dinge mache, in denen ich Sinn sehe und die mir Spaß machen. Mein Ansatz ist wirklich zu versuchen, mit den Mitteln, die ich habe oder die Stärken, die ich habe, einzusetzen, um etwas zu verändern. Nicht zu sagen, ich gehe in die Politik und versuche über 15 Jahre irgendwie durch Lobbyverbände in Machtstrukturen reinzugeraten, dort was zu verändern, sondern wirklich gesellschaftspolitisch direkt was zu verändern. Und zwar bürgerschaftlich, die Leute aufzurütteln. Jeder will arbeiten, jeder will was machen, aber jeder will auch etwas Erfüllendes machen. Es gibt einfach Menschen, die was tun wollen, die irgendwo die Gesellschaft verändern wollen, die nicht einverstanden sind mit Dingen. Für mich gilt also dieses Argument nicht, man kann nicht oder man kann nichts bewegen, das gilt für mich einfach nicht. Das ist eher für mich ein Argument, dass Leute sich aus allen möglichen Sachen raushalten. So ein bisschen Bio kaufen und dann ist die Welt gut, das ist halt, nicht mein Ansatz zumindest. Ich sehe, dass ich was tue, was irgendwie ein bisschen auch was bewegt. Den Anspruch haben wir irgendwie alle und diese Hoffnung. Und das ist Motivation genug, um das zu machen. Also es erfüllt irgendwie die Tätigkeit hier, auch ohne den Gegenwert des Geldes. Ich finde, es gehört dazu in der Gesellschaft, dass man sich engagiert und nicht immer auf die Kohle guckt. Als Künstler ist man es auch oft gewohnt, dass nicht sofort eine Bezahlung erfolgt für das, was man tut. Man muss ja irgendwie noch was zum Essen haben und vielleicht auch ein Dach über dem Kopf. Das heißt, man muss oft von dieser Beschäftigung, die einem Spaß machen würde, abweichen und auf Beschäftigung nachgehen, die etwas Geld generieren und praktisch diese Notdürftigkeit abzudecken. Aber gerade wenn man praktisch dieses Level der Notdürftigkeit etwas runterschraubt, kommt man mit sehr wenig Geld aus. Also ich denke, wenn man kein Geld kriegt für das, was man tut, dann muss man was anderes dafür kriegen. Respekt, Spaß, Anerkennung, Freude. Es hat so ein bisschen Sogwirkung hier. Ja. Dieser Kosmopolis, in dem wir sind, ist tatsächlich auch was so eine Art Sucht erzeugt. Es gibt nichts, was du nicht machen kannst. Das gibt es einfach nicht. Es ist alles möglich. Jede Vision ist möglich. Du brauchst bloß die Menschen dazu, um das zu verwirklichen. Jeder kann irgendwie was machen, was man hier brauchen kann.
Jeder hat seinen Platz, irgendwann findet er den. Ja, und der hat Spaß dran. Und dann ist das einfach geil. Das fände ich einfach super, sowas.